Hier ist wieder der Mr. Meeple und willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir haben im letzten Part den Zwischenboss dieses Dungeons hier besiegt. Und werden nun herausfinden. Sorry, musste kurz was erledigen. Naja, wo war ich? Achso, werden nun herausfinden, was das Dungeon-Item dieses Tempels hier ist. Los geht's. Das kann kein anderes Dungeon-Item sein als der Greifhaken. Du hast den Greifhaken. An einer langen Kette ist eine Art Kralle zum Greifen befestigt. Lege ihn auf das und unnötig und halte den Knopf gedrückt, um diesen Kakta oder das Gamepad zu zielen. Lasse den Knopf los, um ihn abzufeuern. Suche ein Ziel, an dem dieses Krisselteil erscheint. Hängst du an der Decke, verwende den linken Stick da, um auf- und abzusteigen. Es ist tatsächlich der Greifhaken, den wir auch aus Ocarina of Time kennen. Leider kann ich euch auch schon mal verraten, dass es keine Erweiterung für diesen Greifhaken gibt. Aber es wird etwas Ähnliches geben, das den Greifhaken nochmal etwas besonderer macht. Aber das will ich noch nicht verraten, ansonsten ist das Let's Play dann vorbei. Gut, dann können wir jetzt endlich an Orte rankommen, die wir vorher noch nicht erreichen konnten. Und diese werden wir nun abklappern. Und ich habe bemerkt, dass wir eine Truhe vergessen haben, nämlich eine kleine Truhe, die im Hauptbereich sich befindet, wo wir jetzt auch wieder zurückgehen werden. Dann frage ich mich, ob wir auch hier schon was machen können. Geht das denn? Nee, tatsächlich noch nicht. Okay. Ah, doch, oder? Wohl können wir ran? Kommen wir da schon? Nein, da kommen wir noch nicht hin. Mit bloße Springen kommen wir da auch nicht ran. Okay. Kommen wir erst später hin. Aber wir wollen ja zum Hauptbereich des Dungeons zurück, zum Hauptraum. Oh, und was cool ist, was wir mit diesem Helmaster machen können, können ihn einfach ihren Helm klauen und diesen Helm dann auf sie werfen, nur damit wir nicht von ihnen getroffen werden. Ist eine recht witzige Sache und macht den Kampf gegen diese Viecher hier einfacher. Jetzt freut's mir aber. Was ist das? Junge, das nervt. Thank you.
Dann machen wir weiter. Ich bin jetzt zu dem Ort gelaufen, an dem sich die Truhe befindet, und hier sind 20 Pfeile drin. Ja, geht eigentlich. Ja, was können wir hier denn nun machen? Wir können an einem bestimmten Punkt uns dranhängen und die Treppe mit Hilfe dieses Punktes hier bewegen. Nämlich da hinten. Mal, gehen wir mal kurz hin. Schauen, was passiert. Ob wir jetzt dort weiterkommen oder nicht. Alter, du gehst mir so auf den Sack, geh weg, Mann. Wer nicht hören will, muss fühlen. So. Oh. Es frage ich mich aber, ob ich mich an diesen Kronleuchter daran hängen kann, aber ich bezweifle es mal. Die Entfernung ist, glaube ich, zu groß. So. Was hat das jetzt bewirkt? Wir haben hier Wasser. Und jetzt sollte dieses Wasserrad sich bewegen können. Wenn nicht, dann gebe ich auf. Okay. Es bewegt sich und wir kommen weiter. Das ist richtig super. Oh, und da reichen einen neuen Raum. Schnell mal gucken, ob hier irgendwie eine Fee oder so ist. Oder Herzen. Kann ja sein, dass in manchen Vasen eine Fee sich verbirgt. Kann ich mich vielleicht auch. Schade, ich kann mich mit dem Greifhaken nicht an Truhen ranziehen. Das ging ja in Ocarina of Time. In diesem Spiel anscheinend nicht. Na gut. Aber wir können zu ihr gelangen, nämlich so. Was ist da drin? Wasserbomben. Wie viele Wasserbomben haben wir denn? 12. Ja. Ne, jetzt haben wir die Maximalanzahl 15. Alter, ich hasse diese Fledermäuse. Ich würde vorschlagen, dass ich die jetzt erstmal mit dem Bogen beseitige. Weil das sind nervige Viecher. Na, komm. So. So. Und dein Bruder. Auch noch. Komm schon. Oh Mann. Mann, bin ich zu. Bin ich so doof und den. Jo. Also, das ist jetzt. Ein Schuss noch. Noch ein Schuss. Ich gebe auf. Okay, ich werde jetzt nicht so viele Pfeile verschwenden. Komm ich dann wieder zurück? Boah, die Motion-Steuerung bringt ja auch einfach gar nichts. Im Gameplay. Kann ich hier was runterschießen? Nein, aber ich kann mich vielleicht an dem Efeu da, ja, ranziehen. Es muss ja mal eine Möglichkeit geben, weiterzukommen. So, kann ich da hochklettern? Nein, kann ich nicht. Okay. Aber hier ranziehen, so, dann können wir auch schon auf die beiden, sag ich mal, Zahnräder hoch. Oder? Kommen wir da hoch? Nein. Schade. Ja, nichtsdestotrotz kommen wir hier weiter. Wir haben ja schon die Karte. Ich frage mich, wann der Kompass denn kommt. So, den Gegner können wir auch ganz einfach besiegen. Mit dem Greifhaken einfach aus der Blase ziehen. Und schon ist er weg. So, die Blase verschwindet auch. Und hier brauchen wir die Wasserbomben. So.
Wo bringt mich das jetzt hin? Erstmal einen neuen Bereich. Da komme ich nicht hoch. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den Greifhaken auswählen. Okay. Da ist er wieder. Komm mal her, Freundchen. Du gehst weg. So, und ich mache ich jetzt nass. Bam. Keine Truhe, die erscheint. Nein, schade. So, jetzt. Na komm. So. Ob das jetzt richtig war? Weiß ich nicht. Ah, oh. Seht ihr die? Seht ihr die kleinen Fische da unten? Das sind Piranhas und ja, die mir lass mich lügen pro Treffer ein Viertel Herz ab. Ja, scheiß immer so. Also sollten wir nicht ins Wasser fallen und zu ihnen Gesellschaft leisten, weil an der Stelle kann man durchaus Game Over, wenn man sich blöd anstellt, aber das sollte man nicht. So. Dann noch ein Helmersaur, den nehme ich mal den Helm weg. Na ja. Und weg mit dir. Oh, ein Herz. Das ist doch super. Na, 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 na. So begrüßt man noch keine Gäste. 10 Wasserbomben. 90. So, da kommen wir auch an die Truhe ran und da ist hoffentlich der Kompass drin. Wenn ich. Ja doch, hier muss der Kompass drin sein. Der Kompass. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Wie soll ich denn da hinkommen? Seht ihr den kleinen Bereich da? Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Es sind keine Truhen mehr. Haben wir echt was zu tun? Uiuiui, ui, ui. Und hier ist der Boss. Okay. Oh, der wird sich wohl mit mir anlegen, hä? Na, los, komm her. So, erste zurück. Voll gegen den Helm geschlagen. Ja. So, kann ich nicht einfach runterspringen? Ja, kann ich. Hier brauche ich doch Wasser. Ja, und da oben ist der Schalter. Zack. Wasser fließt wieder. Und wir können den Schalter dort unten aktivieren. Dann hoffentlich dazu führt, dass wir dann schneller an zum Boss kommen. Wahrscheinlich. Nee, dass wir bei dem einen Raum, wo der Arachno ist, da ist auch ein Wasserrad und vielleicht kommen wir dann da auch weiter. Bin ich fest von überzeugt. Wir sind doch normale Fische. So. Wer jetzt sagt, du willst doch gar nicht die 100% machen. Du hast doch gesagt, du
dass du keine Herzteile und so suchen wirst. Nein, ich habe nur gesagt, dass ich die Geistersehen nicht suchen werde. Ja, die Herzteile auch nicht. Aber alle Truhen in jedem Dungeon öffnen möchte. Also jeden Dungeon zu 100% abschließen. Und auch gesagt habe, dass ich irgendwann ein Search starten möchte. Wann das passieren wird, keine Ahnung. Aber es wird kommen. So, Mama, eine, ja. So. Hey! So, bist du von den guten Geistern verlassen? Warum greifst du mich von hinten an? Das ist nicht schön. So. Du gehst jetzt weg. Warum finden wir hier so viele Wasserbomben? Aber die Maximalanzahl 15, das heißt jetzt nicht, dass ich keine Wasserbomben mehr habe. Wir können raus. Da sollten wir auch schon im nächsten Part zum Boss kommen und den Dungeon beenden können. Ja, ist bald soweit. Komm ich da? Ja, komm ich. Wäre auch blöd, wenn ich. Und hier ist noch eine Truhe. Nice. 20 Rubine. Schauen wir mal auf die Karte. Okay. Kann ich da rüber? Ohne. Kann ich. Gut. Ah, ich würde gerne da hoch. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal da oben hin. Damit wir auch die anderen Räume inspizieren können. So, du gehst weg, Freundchen. Hätte ich da jetzt runterspringen müssen. Ich glaube, ich hänge mich mal hier dran. Das ist. Mann! Oh, komm schon! Mann! Das kann doch nicht so schwer sein, komm schon. Na, geht doch. Endlich hat er es geschafft. So, ja. Runterlassen. Und sich da dran hängen. Was hier nicht funktioniert hat. Jetzt aber. Hui, ich kann mich drehen. Ich weiß, es ist schon wieder so ein langweiliger Part, aber was soll ich denn hier alles erzählen, außer dass der Dungeon nervig sein kann. Und dass der Boss nicht so schwer ist, wie man denkt. Oh. Oh, oh, oh. Hier ist eine Truhe. Was gibt's hier? Ah. Bist du unter dem Wassertunnel? Warte mal. Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? Nein. Das sieht mir doch stark danach aus, als ob man das aufsprengen könnte.
Probieren wir es mal aus. Nö. Hat nicht funktioniert. Schade. So, eine Falle ausweichen. Wo bringt mich das denn hin? Nee. Hallo? Das ist zwei Truhen. Truhen. Vasen sind Truhen. Genau. Tauch doch auf. Tauch. Nee, nicht zur Qualle. Ah, diese Steuerung. Ist halt echt nicht toll. Manchmal. Besonders unter Wasser. So. Was denn jetzt? Ach Gott. Wie kommt man denn hier weiter? Nein. Oh, hier gibt's lebende Wasserbomben. Na, Alter, wie viel? Natürlich, wie viele Gegner sind hier? Du sollst auftauchen. Sag mal, verfolgt mich die Qualle? Mensch, ich komme nicht klar. Sag mal, hallo, ist hier eine unsichtbare Wand? Schön, unnötig zwei Herzen verloren. Danke, Spiel. So, und würde ich auch sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, ciao.